Ja, wir freuen uns, dass wir heute Abend doch ein so spannendes Thema wieder haben, das sehr viele Zuhörer, Zuschauer angelockt hat. Wir haben das Thema ja auch als Schwerpunktthema in unserer Zeitschrift Computergenealogie, die in den nächsten Tagen wohl in unserem Briefkasten liegen wird. Es geht um den Adel, um Adelspersonen. Und wir haben ein Mitglied in unseren Reihen, Herbert Stojan, ein absoluter Experte, der im Laufe von vielen Jahren sehr viele, ja, fast Millionen, über eine Million, 1,3 Millionen Datensätze in seiner Datenbank zum Adel zusammengesammelt hat. Und welchen Experten könnten wir uns anders wünschen, als dass wir ihn heute Abend für einen Vortrag, Einstieg in die Adelsforschung, Einstieg in seine Datensammlung gewinnen konnten. Lieber Herbert, du darfst anfangen. Okay, vielen Dank für die Einführung. Also das Thema lautet WW-Person, ein europäisches Adelsregister. Da ist das letzte Mal schon der Name WW-Person angemeckert worden. Und ich musste verlegen sagen, dass der halt 1994 erfunden worden ist. Und als Informatiker, der immer gute Namen für irgendwas erfinden muss, sehe ich ein, dass das diesmal nicht so toll gewesen ist. Das lag daran, dass ich im Sommer 1994 in unserem Lehrstuhl zum ersten Mal ins Internet gucken konnte und damals der tolle Browser mit den lustigen blauen Pfeilen und so weiter und dass ich gerade mit einer Publikation, einem zweibändigen Buch, aufgelaufen war und 1000 Exemplare vor dem Verramschen schützen musste, sodass ich mir geschworen hatte, ich publiziere nichts mehr, sondern nur noch im Internet. Gut, damals gelang es mir durch die Hilfe von amerikanischen, norwegischen Computerleuten relativ schnell die wesentlichen Sachen mit CGI-Skripten zu verstehen und meine ganzen damaligen Daten schon nach einem Monat im Internet zu haben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass so manche von euch 1994 noch nicht vom Internet wusste und möglicherweise auch gar nicht wusste, was Computer sind. Wir wollen also heute dieses existierende System ansehen. Ich habe mir etwa folgende Gliederung ausgedacht. Also zunächst klären wir ab, was das ist. Dann wollen wir die verschiedenen Dimensionen betrachten, mit denen ich Personen schildere. Dann wollen wir die Bestandteile des Gesamtsystems kennenlernen. Und ihr werdet es gar nicht glauben, dass bei der Vorbereitung des Vortrags ich Datenbestände entdeckt hatte, die ich schon lange vernachlässigt hatte. Und dabei sind gar nicht so schlechte. Und da kann ich an die Genealogen und sonstigen Interessenten mal eine Frage richten. Könnt ihr euch folgende Quelle vorstellen? Ein Buch von 1100 Seiten, 1905 veröffentlicht, auf jeder Seite 60 Personen, das heißt 60.000 Personen, deutsche Personen. Alle werden dargestellt mit vollem Namen, mit Geburtsdatum, mit Beruf, Adresse. Und noch eine Zusatzinformation, die das Thema des Buchs ist. Also was könnte das für ein großartiges Buch sein? Dieses Buch ist meines Wissens nach nicht systematisch ausgewertet worden, weil es ja gewissermaßen eine Stichprobe in das Deutsche Reich ist. Gut, also ich versuche mal zu klären, was das ist. Also WW-Person ist erstmal natürlich eine Datenbank, ein Personenverwaltungssystem und eine Sammlung von Personendaten. Und ich habe mir damals vorgestellt, dass der Adel eine besonders einfache Materie ist. Ich wollte ein Multimedia-System bauen, das Personen von allen Seiten beleuchtet und darstellt. Denn die damals verfügbaren Multimedia-Systeme fand ich nicht Multimedia. Und deshalb habe ich das ganze System entwickelt und ich dachte, nach 2 Jahren wäre das Thema zu Ende. Das heißt, das Projekt war von 1994 bis 1996 gedacht. So, das ist ein bisschen anders gekommen, aber so ist es nun mal. Es heißt deshalb Register, weil der Plan ist, 30 Millionen Personen aufzunehmen, nämlich alle Adelspersonen. Damals habe ich nicht bedacht, dass man gar nicht so richtig weiß, dass Adelspersonen überhaupt sind.
Eine befriedigende Definition gibt es meines Wissens nicht. Es sollten alle europäischen Länder sein. Das war mir damals ein Anliegen, denn ich wollte das ganze System mehrsprachig machen. Jedes Land sollte in seiner Sprache dargestellt werden. Das ist inzwischen gar nicht so schlecht realisiert. Schwierigkeiten macht natürlich das Russische und das Ungarische. Die Perspektiven, die sollten eben Multimedia sein. Das heißt also einerseits ganz einfache Texte, andererseits natürlich Bilder und aber natürlich auch, dynamische Bilder. Also Filme und Interviews sollten auch unbedingt dabei sein, denn das erst bringt Multimedia. Das ist mir bis heute nicht möglich gewesen. Kein einziger Rundfunkanstalt habe ich bewegen können, mir Zugang zu den Interviews oder zu den Filmen zu gewähren, denn die gibt es. Ganz anders als viele genealogische Systeme ist meins in dem Sinne, dass ich keine Stammbäume als Datenstrukturen drin habe, sondern die Stammbäume werden aus den einfachen dreistelligen Beziehungen zwischen Eltern und Kind erzeugt. Und zwar dann, wenn der Benutzer das will. Die Quellenangaben spielen natürlich eine zentral wichtige Rolle und leider habe ich ständig Probleme, gute Quellenangaben aus Büchern zu finden, die summarische Quellen bloß liefern. Und das Ganze, also die Daten davor, hatte ich natürlich schon vorher angefangen, aber an dem System selber arbeite ich erst seit 1994. So. Okay, so. Vorneweg, also die Quellen sind natürlich für Genealogen entscheidend wichtig und sind das zentrale Problem. Und meine Erfahrung mit der Genealogie ist die, dass niemand weiß, welche Quellen gut sind und welche Quellen schlecht sind. Und das ist zwar am Stammtischen könnte man sich vielleicht einigen so nach und nach, aber wenn wir in einer Bibliothek stehen würden und würden in ein Buchregal gucken, dann würden die schlechten Quellen friedlich neben den guten Quellen stehen und keiner der davorstehenden wüsste so richtig, welche davon schlecht und gut sind. Ja, ein wichtiger Punkt ist natürlich die Quellenangaben im Buch. Also die Frage ist, kann ein Werk ohne Quellenangaben gut sein? Und das kann man nur wissen, wenn man gut informiert ist. Also ich mit meinen größeren Massen kann schon sehen, wenn eine Quelle zu ziemlich meiner Meinung ist, dann würde ich die anderen Sachen dazu akzeptieren. Aber wenn da schon Kraut und Rüben sind, würde ich nicht sagen, dass es eine gute Quelle ist. Aber es gibt sehr, sehr viele Werke natürlich, die auf schlechten Quellen basieren. Und ja, was soll man zu so einem Werk denken? Und leider ist die ganze Literatur von dieser Sorte. Man muss überraschenderweise sehen, dass es eben uralte Werke gibt, die sich trotzdem bis heute gehalten haben. Also Werke aus dem 18. oder 17. Jahrhundert, die immer noch zitiert werden, immer noch benutzt werden. Und obwohl alle wissen, dass sie eigentlich schlecht sind, dennoch sich halten, weil es eben kein Konkurrenzprodukt ist. Das ist für so ein System wie meins natürlich von zentraler Bedeutung. So, jetzt kommen wir zu den Dimensionen, mit denen ich die Personen bisher geschildert habe. Natürlich, die Personennamen stehen im Vordergrund. Und das Allerwichtigste sind für mich, also erstmal die Personen korrekt zu benennen. Und über die Zeit habe ich so manchen Personennamen ändern müssen, weil ich feststellte, dass die Literatur Fantasienamen benutzt typischerweise. Man versucht, in die Namen Dinge reinzupressen, wie Besitztümer oder Ähnliches mehr, die in den Namen eigentlich gar nichts zu tun haben. Dann kommen die Daten. Die Daten sind extrem umstritten und wollen wir natürlich haben. Wir wollen auf jeden Fall zu jeder Person wissen, wann sie ungefähr gelebt hat. Optimal sind 6 Daten, was heißt also Geburt, Tod, Taufe und Begräbnis und Heirat. Und das wäre dann schon ganz gut, wenn man das sind dann bloß 5 Daten, aber immerhin. So, mit den Biografien ist es natürlich schwer. Es gibt große biografische Sammelwerke, aber bisher habe ich eigentlich nur Bruchstücke. So, die Familienbeziehung also von den Personen zu den Eltern bringt eine ganz wichtige Personenrelation. Dann habe ich angefangen, Autografen zu sammeln. Das sind also Unterschriften von Personen. Und da bin ich nicht allzu stark besitzt. Weiter, die Behausung der Person spielt natürlich eine große Rolle. Wenn man da noch Koordinaten hätte, wäre es wunderbar, weil man dann Nachbarn bestimmen könnte.
Und es ist aber ganz klar, dass mit der Nachbarschaft viel umgegangen wird und dass Frauen zum Beispiel in der Nachbarschaft gesucht werden und dass deshalb diese Sache für die Personenschilderung sehr wichtig ist. So, das nächste wären dann Grabmäler oder Epitaphien, die man eben auf Friedhöfen oder in Kirchen findet und die oft Wappen enthalten. Wappen auch Bilder der Personen, und zwar wunderbare Bilder. Und einen völligen Überblick über das habe ich bisher noch nicht erzielen können. Natürlich, man müsste in ganz Deutschland herumfahren. Und das war in den letzten 2 Jahren nicht ohne weiteres möglich. Der nächste Punkt sind die Orden. Es gibt Leute, die haben sehr, sehr viele Orden. Und andere haben ganz wenige oder ganz wichtige. Dann kann man Orden auch so verstehen, wie sie ursprünglich waren, nämlich Gemeinschaften von Leuten. Natürlich sind alle Ordensinhaber ja auch in einer Gemeinschaft, nämlich in der Gemeinschaft der Ordensmitarbeiter und in Mitgliedschaften in anderen Orden. Also es gibt da so einen Amerikaner, der sich ganz stark auf die Orden, auf die Ritterorden konzentriert hat und der da so einiges aufgebracht hat. So, und dann kommen wir schon zu den Pässen. Hier wollen wir mal kurz einen Blick rüberwerfen in das System. Ich habe nämlich tatsächlich 2 Pässe. Und hier sieht man so einen Pass. Das ist von einem Minister aus Sachsen-Altenburg, der nach Berlin fahren wollte und der hier dargestellt wird. Sie sehen, der ist jetzt von 1838. So sah also ein Reisepass für einen Minister 1838 aus. Gut, dann die Porträts spielen natürlich eine ganz große Rolle. Menschen wollen immer Augen sehen, wollen immer Gesichter sehen, weil wir das von der Geburt aus so gewöhnt sind. Und ich habe also eifrig Porträts gesammelt. Die sind heute hier auch alle angehängt und das sind einige tausend inzwischen. Aber leider sind wir immer noch nicht so weit, dass die an alle ausgegeben werden können. Hochinteressant sind die Scherenschnitte. Die Scherenschnitte sind ein Kapitel für sich. Die haben mich schon immer fasziniert und sind ja informatisch besonders auch interessant aufgrund der einfachen Datenstruktur. Und die sind wunderbar, weil man nämlich in den Scherenschnitten so viel erkennen kann. Die Frauenfrisuren sind einfach Wahnsinn und verrückt. Hier sieht man jetzt bloß die in Kleinfassung. Da oben ist vielleicht eine Wahl. Da, na, das ist so eine Dame, die man da sieht. Jetzt ratet mal, wie alt die Frau ist. Also ganz verrückt. Ich glaube, die ist so um die 30 herum. Aber ja, könnte mal anderer Meinung sein. Also Scherenschnitte habe ich leider noch nicht sehr viel. Ich glaube so 300 oder 400. Und das ist natürlich ein wichtiges Thema für mich. So, dann kommen die Siegel. Die Siegel hängen mit den Wappen ganz eng zusammen. Siegel tragen mit sich eine Datierung, das ist ganz wichtig. Siegel hängen nämlich typischerweise an einer Urkunde. Es gibt viele Siegelsammlungen, die haben nur noch das Siegel und kein Datum. Das ist natürlich ein ganz großer Verlust. Aber die Siegel, die noch am Ort sind, also an der Urkunde, die können datiert werden. Häufig wird in der Urkunde auch gesagt, wer gesiegelt hat, sodass man selbst dann, wenn das Siegel nur schlecht zu sehen ist, erkennen kann, was da drauf sein könnte. Also die Bilder könnte man vielleicht kennen, aber die Umschrift ist ja oft abgebrochen. Und da kann man also dann eine ganze Menge mit anfangen. Die Siegel sind eigentlich die Hauptbeweise für die Wappen. Und dass wir so viele Siegel haben in Deutschland, leider eben viel zu wenig veröffentlicht, das ist ein Nachteil für die Genealogie und für die Heraldik. So, die Totenschilde, die hängen typischerweise in Nürnberger Kirchen, aber natürlich auch an anderen Stellen Deutschlands, aber nicht so viel wie hier in Süddeutschland. Und die zeigen meistens außer dem Wappen eine Umschrift, wo das Todesdatum bekannt gegeben wird. Ja, und dann manchmal auch Todesgründe oder anderes mehr. Na? Und hier habe ich 2. Sie sehen, da hat sich sogar jemand, der 1944 gestorben ist, für den ist also ein Totenschild angefertigt worden, das in einer Kirche bei Nürnberg hängt. Aber wie ich schon sagte, in der Lorenzkirche zum Beispiel hängen mindestens 100 Totenschilde und die dann hier alle gezeigt werden sollen. So, und die natürlich mit der Person assoziiert werden sollen. Ganz wichtig für uns sind Urkunden. Mit den Urkunden können wir das erste Aufkommen von Familien beweisen. Wir können handelnde Personen beweisen. Urkunden werden typischerweise von irgendjemand ausgestellt.
andere Leute bezeugen, dass was da drin steht, auch dem entspricht, was in dem Akt ausgeführt wurde, ein Verkauf oder eine Erklärung oder anderes mehr. Dann gibt es Leute, die siegeln und hängen ihre Siegel dran. Ja, und dann in dem Text können wieder andere vorkommen. In vielen Urkunden wird erwähnt, wer mit irgendjemand verwandt ist, wer Kind, Sohn oder Eltern ist und so weiter. Und also auch genealogisch hochbedeutend. Naja, und zum Schluss also dann die Wappen, die lustig und bunt sind und interessant sind und das ganze trockene Buchstabengewirr auflockern. Es gibt natürlich viele weitere Dimensionen, die man für Genealogie und Heraldik brauchen würde. Also es wäre natürlich toll, wenn man in den Orten die ganzen Straßen und Hausnummern wüsste, wo die Leute gewohnt haben, weil man auch das wieder dann wieder Nachbarn finden könnte. Dann schließlich alle Papierdokumente, die so im Laufe eines Lebens entstehen, in der ziemlich zentral da die Testamente, weil eine Person typischerweise erklärt, wer von ihm erbt oder wer erben soll und damit Verwandtschaften wieder aufgemacht werden. Dann Visitenkarten, die oft Wappen enthalten und deshalb auch interessant sind, welches Wappen nämlich der Visitenkarteninhaber selber für wichtig hält. Und das sind nicht immer die Wappen, die die heraldische Literatur glaubt, dass sie die richtigen sind. Und Briefe mit Briefköpfen zum Beispiel, Briefe, die dann auch Autographen enthalten oder eine Handschrift, wäre natürlich hochinteressant. So, dann Besitz. Besitz ist das A und O der alten Genealogie. Wenn man wüsste, wer von wem was geerbt hat, wer was gekauft hat, schon Kauf konnte nicht unter Fremden geschehen, der würde viele Genealogien widerlegen können oder bestätigen können. Natürlich geht es auch um andere Dinge, Häuser oder ja, größere Geldbestände oder Kunstwerke und ähnliches mehr, die von Person zu Person kommen. Und dann natürlich persönlicher Besitz, der eher nicht verkauft worden ist. Eine Waffe, ein Schwert, das man ja vom Ritterschlag bis vielleicht zum Tode getragen hat. Schmuck, den die Frau von ihrer Großmutter erbt. Ein Pferd, das man gerne geritten ist und das besonders gut war. Und dass man nur mit einem einzigen Pfiff aus dem weit entfernten Wald herbeilocken konnte und vielleicht auch Werkzeug der einen oder anderen Art. Personenbeziehungen sind für so ein Personensystem natürlich das A und O. Also das heißt, der ganze Lebenslauf könnte sich in diesen Personenbeziehungen widerspiegeln, nämlich dass man Mitschüler kennt, dass man Kommilitonen kennt. Kommilitonen ist ja sehr allgemein gedacht, also nicht bloß Universität, sondern eben echte Mitsoldaten, oder Teilnehmer an einer gemeinsamen Wanderung oder einer Pilgerreise. Dann, wenn man an Militärs denkt, natürlich Untergebene und Übergeordnete. Dann schließlich weiter Briefpartner. Also wenn man sich an den goethischen Briefwechselkreis denkt, dann könnte man hier alle diese Partner realisieren. Und mit einer Relation könnte man diese Netze zugänglich machen. Naja, und dann Feinde, Freunde, Lehrer und so weiter. Für Adelsleute ist es sicher interessant, wer der Lehnsherr war und ob er selber Wiesen oder Schlösser oder Häuser weiterverlehnt hat. Ja, und ich bin so kühn zu sagen, dass es auch sein könnte, und ich glaube, das ist gar nicht so selten, dass man Haare hat. Und wenn man Haare hätte, dann hätte man Zugang zur DNA. Und dann könnte man hier auch so ein bisschen mit der Hilfe der Computer Dings da, könnte man eben Filiation beweisen oder widerlegen. Fingernägel ist natürlich schon eine sehr schräge Idee, aber ich würde auch ja Zugang zur DNA geben. Mich beschäftigt immer noch die Frage, was für eine Stimme Karl der Große hatte. Das dürfte natürlich unlösbar sein, aber bei Friedrich dem Großen, glaube ich, müsste es Leiter sein. Ich habe noch nichts gelesen, ob er nun Tenor oder Bass hatte. Die ungefähre Größe, also ich kann mir vorstellen, dass Friedrich der Große ziemlich klein war. Und beim Karl dem Großen würde ich persönlich eigentlich auch denken, dass er ziemlich klein war. Denn je kleiner man ist, desto energischer und zugreifender geht man sein Leben an. Ja, dann kommen schon die zwei Sachen, die ich schon erwähnt habe. Die Interviews und die Filmaufnahmen. Also mein Endtraum, der wohl nie verwirklicht wird, wäre, dass Friedrich der Große uns selber seine Lebensgeschichte erzählt. Also technisch, glaube ich, wäre es möglich, wenn wir wüssten, was für eine Stimme er hat. Naja, und so weiter. Also schließlich noch Bekleidungssachen und so
was man sich da vorstellen. Ein napoleonischen Dreispitz, das wäre doch eine wunderbare Sache. So, diese Dimensionen, die ich jetzt so aufgezählt habe, die klingen teilweise sehr abgefahren, teilweise aber auch ganz simpel. Und wenn wir an die Namen denken, da wird jeder von uns sagen, ja, Namen, das brauchst du mir nicht zu erzählen, das ist doch läppisch. Was kann das denn schon sein? Und ich habe da völlig umlernen müssen. Also Adelsnamen können extrem komplex sein, und zwar in einer Richtung, die man gar nicht erwartet hat. Erstmal sind die Zwecke der Namensteile ganz unterschiedlich. Da gibt es eben Namensteile, die eher von den anderen kommen, die die Person benennen. Also ich würde denken, in vielen Urkunden werden nicht die Bezeichnung benutzt, die der Mensch, der da referiert wird, selber benutzt hätte, sondern wie die anderen zu ihm sagen. Und dann wird oft eben erwähnt, was er besitzt, um eine Hausnummer zu geben. Manchmal wird derjenige ja auch beharren, dass bestimmte Dinge genannt werden, die gar nicht besessen werden, die er aber gerne besitzen möchte oder die er vor langer Zeit mal besessen hat. Das kommt durchaus vor. Und ich war völlig erstaunt, dass es Namen gibt, also Vornamen gibt, die komplette Namen sind. Und das ist ganz typisch, Franz von Assisi oder Franz von Sales, da werden keine Bindestriche gebaut. Die stehen einfach so. Und jetzt könnte man sich fragen, ist denn von nun ein Vorname? Oder ist das der Text und alle Heiligen, was gar nicht so selten ist, ist das auch ein Vorname? Die Adelsnamen sind typischerweise durch irgendwelche Vorsilben gekennzeichnet, aber das ist natürlich keinesfalls generell so. Und ich glaube, wenn wir eine Statistik machen, dann würde eher fast nur mehr als eine knappe Hälfte das von benutzen. Die anderen benutzen alle das von nicht. Andererseits gibt es insbesondere in Norddeutschland viele Familien, die das von führen und bürgerlich sind. Aber bürgerlich ist natürlich auch wieder ein komischer Terminus. Na gut, und da ich als Darstellungsmedium auch GetCom benutze, hatte ich insbesondere ein Problem mit Personen, die viele Titel haben. Das ist in Deutschland relativ selten, weil man meist nur den höchsten Titel benutzt. Aber in Spanien ist es ganz normal, dass da einer mit 30 Titeln kommt und die alle für gleich wichtig hält. Der eine ist im Rang höher, der andere, den hat er schon lange. Und der dritte kommt von seiner Mutter, ist in ihm sehr bedeutend. Und deshalb hat er Schwierigkeiten, die zu ordnen. Und wir wissen alle, dass man in solchen Fällen eben was wissen muss. Man muss also vor Ort sein, man muss viel über die Leute gelesen haben und dann weiß man, wie die ihre Namen ordnen wollen. Ja, ich hatte mit den GetCom-Leuten einen großen Streit darum, ob man Kommata im Namen braucht. Ich meine ja, aber im GetCom ist es unmöglich, weil das Komma beim Beschreiben der Syntax eingesetzt wird und dann nicht mehr im wirklichen Text sein kann. Also eine verrückte Idee. Immer noch nicht ganz verstanden habe ich die Patronyme in Spanien. Die in Russland sind ja ganz einfach. In Spanien ist man ständig im Zweifel, ob das nur ein Vorname ist oder ob es ein Nachname ist. Dann haben wir ganz verrückte Länder wie Ungarn, wo die Taufnamen hinten stehen, also Nachnamen sind, und die Familiennamen ja, vorne stehen, also Vornamen sind. Und dann Besitztümer vielleicht noch gar ganz vorne stehen. Ich habe mir daran gewöhnt, die Namen zu teilen, also Titel aufzuteilen in drei verschiedene Regionen, nämlich in Vortitel, Mitteltitel und Nachtitel. Mitteltitel kann es viele geben, Vor- und Nachtitel eigentlich doch immer nur ganz wenige. Und dafür habe ich in GetCom keine Kategorien gefunden, sodass ich da eine eigene Konstruktion machen musste. Die zweite Dimension, die ich für sehr kompliziert halte und viel komplizierter als wir alle typischerweise glauben, das sind die Daten. Der erste Punkt ist, dass historische Daten meistens ungenau sind. Ungenau soll ja also nicht bedeuten falsch, sondern sie sind einfach ungenau, weil es niemand was Genaues weiß. Man hat ihn noch mal lebend gesehen und dann halt nicht mehr. Es gibt eine Urkunde und die hat er noch geurkundet. Und es gibt eine andere Urkunde, da hätte er unbedingt dabei sein müssen, aber er war es nicht. Aber die Frage ist natürlich, was bedeutet unbedingt dabei sein? Vielleicht war er gerade nach Palästina unterwegs und konnte nicht. Also ist das wirklich sehr schwer, Referenzdaten zu finden und überhaupt das Glauben an die Daten. Wie soll man glauben, dass man ein Datum aus dem Jahr 1020 hat? Also eigentlich kann man, glaube ich, sehr skeptisch sein und glauben, dass das gar nicht geht.
Im GetCum gibt es nur Vor, Nach und Etwa und das reicht mir überhaupt nicht. Ganz typisch ist nämlich, dass Tag und Monat genau bekannt sind, aber sonst nichts weiter. Und das liegt daran, dass die Todesdaten zum Beispiel erinnert werden in den Klöstern, die für die Toten beten sollten. Und die sollten ja jedes Jahr zum selben Tag beten, an dem Todestag typischerweise. Und deshalb sind diese zwei Datenteile bekannt, die anderen aber nicht. Dann kann es durchaus sein, dass zwei Autoren Verschiedenes über dieselbe Person sagen. Und das kann was völlig anderes sein. Manchmal sind es bloß Tage dazwischen, aber es können schon mal auch Jahre dazwischen sein. Und ganz normal ist es eigentlich, dass man ein Intervall hat. Man weiß also, wie gesagt, dass man ein letztes Lebensdatum und man weiß ein erstes, ja, würde man sagen, Mindesttodesdatum und dazwischen irgendwann ist er gestorben. Dass jemand monatelang stirbt, das ist eigentlich schon mal sehr ungewöhnlich. Meistens gibt es so ein Stichdatum, wo er dann als tot betrachtet wird. Alles wird noch kompliziert dadurch, dass die Jahre ja irgendwann mal gezählt werden. Das ist übrigens der Grund, weshalb es das Jahr 0 nicht geben kann, weil es ja gezählt wird und man zählt typischerweise mit 1 los. So, und da ist es eben leider so, dass in Europa fast in jedem Land anders gezählt wird. Weihnachten dient als Jahresende, der 1. Januar dient als Jahresende, Ostern dient als Jahresende oder Mariä Geburt und was nicht alles möglich. Also viele, viele verschiedene Jahresanfänge gibt es noch. Die Datenzählung geriet natürlich völlig außer Rand und Band, als der Papst die Kalenderreform verkündete 1582 und die Reformierten und die Lutheraner sich daran nicht halten wollten und noch Jahre, wenn nicht Jahrhunderte lang, anders gezählt haben. Also ein lustiges, wildes Durcheinander, das dann auch noch kombiniert mit dem anderen verschiedenen Jahresende. Also das heißt, es gibt mindestens 200 Jahre, wo man große Probleme haben. Die Engländer zählen noch heute die Daten im Frühjahr mit doppelten Jahren, um zu zeigen, sie wissen nicht so ganz genau, soll man nur ein neues Jahr zählen oder soll man das alte noch weiter zählen. Die alten Daten beziehen sich auf Kirchenfeiertage. Die sind teilweise fix, es gibt aber auch bewegliche Kirchenfeiertage wie Ostern und ja, Pfingsten, ne? Also alles, was auf Ostern bezogen ist, ja variabel, weil es am Mond hängt. Der erste Frühjahrsmond ist ja der Bezug und deshalb geht das immer hin und her. Und deshalb ist es wirklich nicht einfach, das richtige Osterdatum zu finden und dann das Referenzdatum daraus auszurechnen. So, das nächste ist natürlich die Fälschung. Also es war eben sehr wichtig, manchmal ein bestimmtes Geburtsdatum zu haben, um eben zu erben, um vor einem anderen zu sein. Und da wurde dann schon mal gefälscht. Wenn der ältere Bruder auswärts geboren war und man selber zu Hause geboren war, dann machte man sich Eltern, um vor dem Bruder zu erben. In Venedig war es ganz kritisch, welches Datum man hatte, denn mit 18 kam man in den Großen Rat. Und wenn man zu jung war, bekam man kein Geld. Wenn man im Großen Rat war, bekam man ordentlich Geld. Deshalb, und weil so viel die Kindersterblichkeit so hoch war, meldeten die Eltern die Taufen ihrer Kinder nicht an den Staat. Das taten sie erst, wenn es dann interessant wurde und geglaubt wurde, dass das Kind durchkommt. Und es kam dann durchaus vor, wenn das ältere Kind starb, dann wurde einfach das nächste Kind mit denselben Namen des Gestorbenen versorgt und dann konnte es eher, also schon im jüngeren Alter, in den Großen Rat aufruhen. Also kurz gesagt, die Daten sind alle unzuverlässig und es kommt auch vor, dass mehrfach korrigiert wird. Ihr werdet es nicht glauben, dass also der eine Autor glaubt, ach, das ist ja ist noch julianischer Kalender, das muss ich korrigieren. Der nächste denkt normal und so wird korrigiert. Und so ist es zum Beispiel mit russischen Daten, die ständig korrigiert werden. Ich war gestern ganz überrascht, dass jemand glaubte, dass überhaupt ein einziges Datum beweisbar richtig ist. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Das Beispiel war ein Geburtsdatum, das die Mutter mitgeteilt hatte. Und ich könnte demjenigen empfehlen, doch mal in der Familienbibel nachzugucken, ob die Mutter nicht auf die letzte Seite eine Beichte veröffentlicht hat. Lieber Sohn, entschuldige, dass ich dich belogen habe mit deinem Geburtsdatum. In Wirklichkeit bist du ja 3 Jahre vorher geboren und an dem und dem Tag. Aber leider habe ich mich nicht getraut, die Wahrheit zu sagen, weil dein Vater von meinem Fehltritt erfahren hätte. Also kurz gesagt, bis zur letzten Korrektur glauben wir, dass so ein Datum richtig ist und eine Korrektur kann an jedem Tag kommen. So, jetzt kommen wir zu den Personen.
Und ich hatte schon gesagt, die sind ja so ein bisschen den Ländern zuzuordnen, aber nicht richtig. Wenn wir an den Umfang des Ganzen denken, da habe ich mir jetzt so ungefähr überlegt, dass es mindestens 8000 Adelsfamilien in Deutschland gibt. Na, wir wissen alle, dass Deutschland von heute ist nicht das Deutschland von 1806 und natürlich auch nicht das Deutschland von 1020, sondern die Franzosen und die Nachbarn haben natürlich ordentlich an unseren Grenzen herumgeschnitten und deshalb ist so manches nicht mehr deutsch. Aber das ist auch ganz falsch, denn eigentlich gab es damals gar kein Deutschland. Das Deutschland war ein Regnum im Heiligen Römischen Reich. Es gab drei Regni und das eine war Italien, das andere war Burgund und das dritte war das heutige Deutschland. So, und von diesen anderen Teilen würden wir heute nichts mehr als Deutschland betrachten. Also quasi ein Drittel des Heiligen Römischen Reiches, die sind hier unter den 8000 Adelsfamilien drin und seit 1000 sind bestimmt nochmal 8000 Adelsfamilien gestorben. Also unglaublich viele Uradelsfamilien sind seitdem gestorben und wir wissen von denen teilweise nicht. Es gibt einen Autor, der so einen Versuch gemacht hat, die Nachkommen Karl dem Großen aufzustellen und von dem stammt die These, dass also mindestens 2400 Uradelsfamilien da in den letzten 500 Jahren ausgestorben waren. So, von diesen Adelsfamilien sind viele extrem schlecht dokumentiert. Wir kennen vielleicht ein Wappen, vielleicht einen Namen und manchmal einen Wohnort, aber eigentlich keine Person. Die systematische Sammlung beginnt eigentlich erst seit 1800, na, mit den Gothas. Vorher gab es natürlich schon genealogische Werke, aber die waren nicht systematisch angelegt, sondern auf bestimmte Familien, die der Autor halt nur kannte. Sehr behinderlich ist die mangelnde Disziplin bei Quellenangaben. Das schlägt uns heute noch. Also, dass bis in die 80er Jahre der Ahnenlistenumlauf war, der typischerweise völlig ohne Quellenangaben erfolgt ist oder allenfalls systematische Quellen, das hat natürlich die Genealogie nicht befördert. Und man kann damit eigentlich fast gar nichts mehr anfangen. Es gibt viele Familien hier gerade in den Wappenbüchern, wo man einen einzigen Vertreter kennt, der das Wappen eben hatte und irgendeine Urkunde gesiegelt hat. Aber sonst kennt man keine Frau, keine Kinder, kein Nachkommen, kein nichts, kein gar nichts. Das ist auch ganz interessant, dass viele Familien es hinbekommen haben, über Generationen nur eine Ehe zu haben. Das heißt also immer nur einer der männlichen Nachkommen heiratete, die anderen gingen etwa ins Militär und wurden erschlagen oder sie gingen ins Kloster und wurden Geistliche und die Frauen hatten auch nicht so viel Chance, denn das würde das Erbe geschmälert haben und die mussten dann auch also verzichten oder wenn sie heiraten und zur Verzicht bereit war, ansonsten wurden sie ins Kloster gebracht. Na, nur wenige Familien sind bis heute urkundenbasiert geforscht. Und deshalb sind die alten Bücher, die noch völlig ohne Quellen publiziert wurden, immer noch brauchbar. Wenn wir auf die Datenbestände im System in den Nachbarländern hingucken, dann sehen wir, dass wir natürlich das Heilige Römische Reich in der letzten Form ja kaum von den Deutschen im engeren Sinne heute unterscheiden können. Natürlich sind ja Österreicher Deutsche, das ist ja ganz klar. Aber die Deutschschweizer sind ja eigentlich auch Deutsche, also von der Nationalität her. Sind natürlich völlig andere Staatsbürger, das ist ja klar. Niederländer waren auch mal im Heiligen Römischen Reich und Tschechen. Und die sind deshalb auch ja, in keiner Weise abgehoben von den Leuten, die im Heiligen Römischen Reich wohnten. Ja, man könnte dann streiten, was ist mit den Savoyern. Also ganz klar ist ja das ganze Gebiet erst zu Frankreich gekommen, als der Delphin seine Tochter an den französischen Kronprinz verheiratet hat und dem dann sein Land schenkte. Und das hat damals das Römische Reich, das Heilige Römische Reich, ja, widerspruchslos anerkannt. Und man glaubt eben, dem folgen zu müssen. Ungarn kennen wir glücklicherweise am Namen. Mit den Russen sieht es auch so aus. Die werden tatsächlich im Normalfall in kyrillischen Buchstaben hier dargestellt, aber man kann Umschreibung wählen. Das andere sind Schätzwerte. Es gibt tatsächlich spezielle Dateien für Spanier, Italiener, Franzosen und Engländer. Aber die gibt es natürlich auch woanders noch, sodass das sozusagen Mindestzahlen sind, die man hier sieht.
Also wir sehen, dass doch ein ganz schöner Stamm Italiener sind. Die Italiener sind in großer Zahl über die Alpen in österreichische Dienste gegangen und haben sich in ganz Deutschland ausgebreitet. Also ich glaube, das ist ja das weite Land, wo die meisten Heiraten hin stattfanden. Das meiste Land ist natürlich Polen. Das sollte doch wohl klar sein. Und das ist alles gar kein Problem. Niemand vor 1798 kümmerte sich groß über Nationalität. Der König wollte möglichst viele Untertanen haben und jeder Adlige ebenso. Und die Leute selber, denen war es völlig wurscht, wer ihr Herr war, solange der vernünftig war und solange er gut bezahlte und solange sein Militär immer siegte. Sieg des Militärs war natürlich wichtig, damit man bereit war, in so eine Armee einzutreten. So, jetzt kommen wir in die Datenbestände. Also wir haben natürlich im Zentrum die Personendatenbank. Dann habe ich schon früh eine orthogonale Datenbank gewählt, die nur die Titelträger wirklich auflistet. Also gewissermaßen so eine Art von Primogenitur für die Titel simuliert. Das ist natürlich in vielen Fällen, wenn Reichsgraben vor uns sind, nicht so. Sondern da kriegt ja jeder der männlichen Nachgeordneten den Titel. Aber das bringt natürlich dann Riesenmaterial mit sich und eine Übersicht über die Familie kann man mit Primogenitur besser hinkriegen. Dann habe ich eine große Datenbank angelegt für Bürgermeister und Ratsmitglieder. Ich wollte mal die DRGV-Mitgliedsvereine dazu bringen, von allen ihren Städten die ganzen Bürgermeister zusammenzustellen und die Ratsmitglieder, um einen Überblick über die Stadt zu bekommen und alles darzustellen. Leider war das nicht interessant für die Vereine, hat niemand mitgehabt, macht und ich war der Einzige, der da was gesammelt hat. Eine große Rolle spielen der historische Kontext für Familien und deshalb habe ich eine Datenbank von historischen Ereignissen aufgebaut. Ich habe versucht, die historischen Ereignisse zu kodifizieren. Wir haben sogar mal einen Diplomant gehabt, der das Ganze in eine formale Sprache überführen sollte. Wenn das gelungen wäre, hätten wir heute die Ereignisse in allen Sprachen. Leider ist das nicht so. Sie laufen nur in Deutsch. Ich habe vielleicht am Anfang noch zu wenig herausgehoben, dass man mein System in 6 Sprachen nutzen kann. Also Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Russisch. So. Ja, dann gibt es einen großen Urkundenbestand. Dieser Urkundenbestand wird hoffentlich in diesem Jahr explodieren. Wir sind dabei, alle Urkundenbücher, die jemals in Deutschland gedruckt sind, zu erfassen und die Suche durch diese Urkundenbücher zu ermöglichen. Das wird eine ganz, ganz neue Erfahrung werden, dass man eben tatsächlich in der ganzen Genealogie für 1400 alles auf Urkunden basieren kann. So, dann habe ich 3 Wappenbücher, haben wir gescannt und OCR'd. Und die bilden das Rückgrat der Wappensuchmaschine. Dazu gibt es auch 3 Wikis, die immer mit dem Autornamen und dann Wiki dahinter im Internet stehen, wo man mit Wappenbeschreibungen suchen kann, was im Internet ja praktisch völlig ungewöhnlich ist. Schließlich habe ich auch ein Ortsverzeichnis von Ritter, alle Orte, die er damals eingebracht hat, habe ich eingefügt. Dann haben wir die Ordensträger von 1905. Und Sie sehen, das ist die Auflösung des Rätsels zum Anfang. Also das Buch von 1100 Seiten enthält alle Leute, die damals im Besitz von Orden waren. Das werden also im Schnitt die Leute gewesen sein, die positiv zum Heiligen Römischen Reich standen. Und deshalb also hochinteressant. Es wird wohl niemanden wundern, dass die meisten Personen von diesen Leuten Lehrer waren. Auch damals schon waren die Lehrer die Hauptunterstützer des Staates. Ganz überraschend wird es vielleicht sein, dass es auch Linklisten gibt. Und die Linkliste der Aufschwörung ist eben besonders interessant, weil die Nordrhein-Westfalen haben im Internet tatsächlich 6.000 Aufschwörungen, nee, das ist nicht richtig jetzt, 3.000 Aufschwörungen, aber 6.000 haben sie. Aber 3.000 kann man schon sehen und die sind in meinem System direkt erreichbar. Glücklicherweise ist Westfalen so transparent, dass ich das realisieren könnte. Und hier sehen wir so eine Liste, die ist alphabetisch gegliedert. Und wenn ich da mal eine Tafel anklicke, Engelbert von der Mark, dann sehen Sie, hier kommt die Aufschwörung aus Westfalen, also aus Münster. Und die können wir genauer rangehen, wir können die vergrößern und können uns alles genau angucken. Und Ähnliches gibt es auch in Hessen und es gibt sowas in Brandenburg. Leider, der Johanniterorden in Brandenburg, der ist fürchterlich versteckt.
und es ist mir nicht gelungen, die direkten Links auf die Person zu setzen, sodass man jetzt leider eine Direktion gehen muss. Hopsa, und hier sieht man dann die einzelnen Dinger und könnte sich die Aufschwörung angucken. Also ein Schönheitsfehler, den ich aber nicht realisiert habe. Die haben das derartig fürchterlich kodiert und jeder Link ist anders. Also leider Gottes, so ist es geblieben. Aber ganz so interessant, bloß jetzt von einer ganz anderen Sorte, sind die sächsischen Aufschwörungen. Die sind deshalb so interessant, weil die nach Kreis gegliedert sind. Und in dieser Aufgliederung sind auch die später von Preußen okkupierten sächsischen Kreise dabei. Sodass man also die sächsischen Datenstände vor 1815 hier sieht. Gut, okay, also das sind die Linklisten. Ja, dann habe ich auch Linklisten in die Wappendatenbank von Peter und schließlich natürlich die anderen Bilder, die anderen Dimensionen, über die wir ja noch gesprochen haben. Hinter denen stehen natürlich lauter Wappensammlungen. So, jetzt kommen wir schon zur Benutzung. Also, das Ziel ist natürlich, alles soll ganz einfach sein. Ich habe mir eingebildet, durch Klicken und Suchen geht alles. Aber leider ist wieder mal die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Klicken ist für eine leichte Informatikerhand gut und einfach zu machen. Aber ich habe mal einen Schmied gesehen, der mit einer Maus umgeht. Und ich kann euch sagen, so eine schwere große Hand, die doppelt so groß ist wie meine und soll dann die kleine Maus dirigieren, das ist schon schwer. Klicken ist also keineswegs einfach. Und suchen ist noch viel schwerer. Das liegt hier im System an den vielen Umlauten und an der vielen verschiedenen Notationen von Land zu Land. Es sind aber auch Schwierigkeiten, die ich mir selber gemacht habe. Dann dachte ich, es wäre ganz schick, Java zu wählen als Implementationssprache. Damit hoffte ich, dass mein System auf vielen, vielen Plattformen laufen kann. Und das hat sich nicht so bewahrheitet. Insbesondere ist Java problematisch. Es ist mir bis heute nicht gelungen, Umlaute aus Internetformularen, ja, aus HTML-Formularen, in UTF nach innen zu transportieren. Und eingeweihte Leute sagten mir, es geht nicht. Eigentlich ist damit Java erledigt, könnte man sagen. Aber leider wieder mal schon zu viel implementiert. Eigentlich müsste man alles wegschmeißen und neu machen. So, da haben wir dann natürlich die Idee, dass alle Leute in ihrer Heimatsprache dargestellt werden. Das bringt unglaubliche Probleme mit den Umlauten und den Akzents und so weiter mit sich. Dann haben wir die widersprüchlichen Quellen, die alles durcheinander bringen und wo ja auch Namen natürlich verschieden sind. Na, wenn der eine von Hans Jürgen spricht, sagt der andere, der heißt Johannes Georg. Und das ist nicht selten. Ja, und natürlich die ganze Bilderstrecke ist durch Copyright-Probleme stark gehandhabt. Wir hatten mal den Traum, dass man hinter dem System die gesamte Literatur haben könnte, sodass man, wenn man wissen will, ist denn das richtig, was hier steht, das Original Buch sehen könnte, die Originalseite. Das wird natürlich durch Copyright-Probleme behindert, ist ja klar. Es ist vielleicht auch nicht alles optimal geworden, weil so mancher Benutzer gedacht hat, das, was da Steuern da macht, ist große Scheiße, ich benutze das nicht mehr und niemals mich kritisiert hat. Aber jeder Informatiker weiß, das Schönste im Leben des Informatikers ist ein Fehler, an dem man 2 Jahre suchen kann und ist Kritik eines Benutzers. Was Besseres gibt es nicht. Also ich freue mich über jede Kritik. Hier ein Punkt, den wir vielleicht übersprechen können, aber insofern schon interessant, weil kaum jemand von uns bisher es vielleicht interessant gefunden hat, Mütterlinien zu verfolgen. Ich kenne 2 Publikationen, die hinter Mütterlinien ganz fürchterliche Fantasie äußern, als ob Mütterlinien grundsätzlich adelig sind oder irgend so ein Quatsch. Aber Mütterlinien sind interessant, weil es die Hauptvererbungslinien sind. Die ganzen Mitochondrien kommen von den Müttern. Und deshalb ja, haben die viel mit der Intelligenz der Menschen zu tun. So, gehen wir mal schon in das Nächste. Jetzt kommen wir zur Benutzung. Ein großes Problem ist, dass man in meinem System immer vom Anfang her suchen muss. Das heißt, kennt man das Anfang eines Namens nicht, hat man keine Chance. Das ist nicht gut. Im Internet kann man beliebig suchen. Da kann man ein Muster suchen, kann man sagen, am Anfang weiß ich es nicht, in der Mitte steht auf jeden Fall das und am Ende steht das. Das würde eigentlich Arbeit kosten natürlich hier. Es würde alles verlangsamen, aber man könnte das als speziellen Suchmodus, denn etwas nach langer Zeit zu bekommen, ist immerhin besser, als nichts sofort zu bekommen. Also könnte man sich
diskutieren. Hier müsste man Meinung hören. Das Ende ist typischerweise offen. Was bedeutet das? Ja, es kann stundenlang weitergehen natürlich. Ein Name kann 30, 50, 300.000 Zeichen enthalten. Das kümmert die Suche gar nicht. Und das, man ahnt natürlich, was das bedeutet. Wenn man einen kurzen Namen hat und es gibt andere Namen, die den kurzen Namen am Anfang enthält, dann kann man die schwer finden. Das ist negativer Nacht. Das ist ein großer Mist. Ne? Könnte man ändern, wenn man negativ suchen könnte. Wenn man Verbote formulieren könnte. Ich suche Bach, aber nicht Bachmeister, zum Beispiel. Na, wenn man also Verbote formulieren könnte, nach Bach darf es nicht weitergehen, dann wäre das gut. Und es wäre auch manchmal bei Vornamen gut, dass man sagen könnte, ich suche einen Johann Georg, aber der darf nicht außerdem noch Heinrich heißen. Na, das wäre gut. Das Dumme natürlich bei so einer kühnen Hypothese, da muss man wissen, dass er sich tatsächlich nie aus Verlegenheit aus auch Heinrich genannt hat, weiß man nicht so richtig. So, die Bestandteile werden identifiziert. Also das heißt, indiziert werden alle einzelnen Vornamen und alle Nachnamensstücke, die durch Leerzeichen voneinander getrennt sind. Wenn also jemand mehrere Stücke hat, die mit Bindestrich zusammenhängen, dann hängen die zusammen. Aber wenn er mit Leerzeichen Teile hat, die werden auseinandergenommen. Wenn also ein von dazwischen ist, dann sind zwei Leerzeichen mit verbunden und dann findet man, kann man dieses, den nächsten Teil als Extrateil betrachten. Also über die kurzen Namen habe ich schon gesprochen. Dann die verschiedenen Namen. Ne? Natürlich für jemand, der mit ausländischen Sprachen nicht viel zu tun hat, schwierig zu verstehen, dass er niemals einen Ludwig den 14. finden wird in meinem System. Der ist natürlich Louis. Und ich persönlich frage mich, ob die Übersetzung in Ludwig überhaupt eine gute Übersetzung war. Denn wenn man nach Italien geht, dann wird man Louis unbedingt nach Alois übersetzen oder Aloisio oder Luigi und niemals in Lodovico. Und wenn man wieder nach Deutsch geht, ist man dann durch ein Alois. Also Louis bedeutet Alois und nicht Ludwig. Also schwierige Sache. Ne? Gut, natürlich können wir bloß das finden, was auch wirklich bloß drin ist. Wenn da Dinge nicht aufgenommen sind in den Namen wirklich, dann finden wir die Leute nicht. So, jetzt also so einige Fragen. Also könnte man, wäre es gut, Verbote zu machen? Ich denke schon, negativ. Bloß das Problem ist, man kann nicht nur mit negativen Sachen suchen. Na, ein positives Element muss da sein. In vielen Datenbanken sieht man riesige Namenslisten. Namenslisten haben den Vorteil, dass man was sehen kann, was einen was, an was erinnert. Wenn man selber sich erinnern muss, ja, hat man oft Schwierigkeiten. Wir wissen alle, wie man Namensprobleme hat. Das Namensgedächtnis hart aus. Da ist es besser, man sieht was und kann sich an was erinnern. Also ich glaube, da gibt es auch positive Punkte für Namenslisten. Naja, und schließlich könnte man sagen, ja, Steuern, Sie haben doch die Hälfte vergessen. Das und das und das und das ist auch wichtig. Das wäre für mich natürlich sehr wichtig. Manches davon ist bestimmt ganz leicht. So, wie sucht man nun? Also, man sollte nicht viel eingeben. Wenn man sehr, sehr lange Ketten eingibt, dann wird oft eine bestimmte Schreibweise vorgeschrieben und man wird nichts finden. Denn die Schreibweisen alter Namen sind sehr verschieden und ich habe hier keine Namensstandardisierung drin. Das wäre nicht so schlimm. Also es ist für den Sucher natürlich unangenehm, das gebe ich gerne zu. Das könnte man ausgleichen, indem man die ganzen verschiedenen Schreibweisen in die Indizes reinschreiben würde. Und das würde das Problem lösen. Gut, also kurz gesagt, Anfragen, die mehr als 50 Treffer liefern, sind schlecht, weil man nicht mehr durchsieht. Anfragen, die kein Resultat, ja, sind auch schlecht. Das will man auch nicht. Man will ein bisschen was haben, damit man über nachdenken kann, was man da so gemacht hat oder den Richtigen dabei hat. Ne? Und man muss immer an die Tatsache denken, dass es keine Rechtschreibung war. Diese Behauptung ist wieder so eine typische, ja, komische Behauptung. Denn wir stellen eben fest, wenn wir die Literatur lesen, dass leider die Autoren die Wahnidee haben, die heutige Rechtschreibung rückwärts anzuwenden. Also die wird in das, ohne weiteres in das 19. Jahrhundert übertragen. Margarete wird ohne TH geschrieben. Warum wird Elisabeth mit TH geschrieben? Ja, das sind so die Geheimnisse der Rechtschreibung. Wegen den Umlauten habe ich vier verschiedene Suchmodi eingeführt. Der Hauptsuchmodus, mit dem man eigentlich praktisch alles erledigen kann, ist der Standardmodus. Also da werden alle Umlaute weggemacht, also E, Akzent A und so weiter, alles ist A.
Dann werden die kleinen Vorsilben vor den Namen weggeschmissen und der erste große Buchstabe natürlich auch. Und man kann ganz einfach und schnell suchen. Und es gibt Benutzer von meinem System, die das System seit 30 Jahren benutzen und die überhaupt immer nur mit Standard gearbeitet haben, die sogar von mir verlangt haben, dass ich die anderen Indizes eliminiere. Dann gibt es den Originalmodus, ja, der eigentlich praktisch nie verwendet wird. Insofern könnte man ihn auch streiten, nämlich so, wie die Namen im System original drin stehen, so wie sie in der Quelle gestanden haben. Da hat man Schwierigkeiten mit Umlauten. Hatte ja schon erwähnt, dass Java leider die Umlaute nicht richtig reingibt. Ich habe natürlich Brücken gebaut, ist ja klar. Ich habe die komischen Zeichenketten, die beim Eingeben innen ankommen, umkodiert, also umübersetzt in die richtigen gemeinten Umlaute. Und deshalb kommen doch meistens die Umlaute an, aber bei der Suche gibt es eben Schwierigkeiten. Völlig verrückt und abgefahren ist der Modus Soundex. Den sollte man wirklich bloß benutzen, wenn man praktisch untergeht und wenn man es mit slawischen Namen zu tun hat. Denn dann werden die Vokale alle weggeschmissen, Konsonanten werden standardisiert. Wir kennen alle im Deutschen, dass P und das B zusammengetan wird oder das D oder T, weil ja ein Sachse und ein Franke kein hartes D zustande kriegt und weiß gar nicht, was der Unterschied zu einem weichen T ist. Ja, das ist also ein großes Problem. Das wird da alles standardisiert, aber die Zischlaute eben auch und die S und die verschiedenen Varianten. Und deshalb ist es ganz typisch so, wenn nichts wirkt und nichts wirkt, mit Soundex findet man immer Tausende von Antworten. Also eigentlich auch nicht brauchbar. So, das regulär ist derweil das aktuell das einzige Mittel, um die kurzen Namen hinzukriegen. Man könnte also einen regulären Ausdruck schreiben, der mit dem Namensteil anfängt, das man kennt. Und dann wird tatsächlich bei der Suche auch beim letzten Buchstaben aufgehört. Allerdings ist natürlich eine vielleicht negative Entscheidung. Ich habe die auf das Original bezogen und nicht auf den Standard. Müsste man vielleicht einen weiteren Modus machen, der den Namen auch vom Standard abhängt. Gut. Ja, was sollte man tun, wenn nichts gefunden wird? Man muss ganz klar sagen, das System ist nicht fertig. Es gibt viele Filiationen, die nicht durchgeführt werden. Manche Leute heißen ganz anders, als wir uns das glauben. Und es kommt sehr, sehr häufig vor, dass Personen eben doch gefunden werden. Manchmal suche ich 10-mal, bis ich dann die richtige Idee habe, wo eine Person denn sein könnte. Na, bei den Frauen muss man denken, dass die ihren Geburtsnamen tragen. Wir denken an die Ausländer mit den nicht deutschen Vornamen. Und man könnte nur mit den Nachnamen suchen, um überhaupt erstmal den Eindruck zu kommen, ob in der Umgebung der Person was da ist und so weiter. Ne? Ja, dann muss man eben auch mal glauben, dass da irgendeine Panne im System ist. Schließlich habe ich noch eine extra Hilfsseite gemacht, wo man berühmte Personen, also Personen mit Nebennamen oder wie sag ich so, mit so Zunamen wie Heinrich der Vogler oder Friedrich mit der gebissenen Wange, dass man die also auch sehen kann und wissen kann, wie die wirklich heißen. Gut, und schließlich natürlich ganz klar, wenn wir uns vorstellen, dass wir 1,3 Millionen haben und 30 Millionen, dann wissen wir, wir werden praktisch nur in jedem 30. Fall jemand finden. Also es gibt eine Funktion, die schon interessant sind für den Benutzer und die eben das Informatiker hier zum Tragen bringen. Da sind insbesondere die Vorfahrenberechnungen und die Tests. Die Tests könnten wir vielleicht jetzt besonders herausstellen. Ich habe zwei Tests, die insbesondere für mittelalterliche Personen interessant sind. Oft hat man den Zustand, dass man da eine Person hat und hat zwei mögliche Verdachtselternpaare. Und man ist sich unschlüssig, welches von den zweien könnte es sein. Und dann könnte ein Ausschlag geben, ob durch die Filiation verbotene Ehen auftreten. Wenn nämlich andere Kinder der gewählten Eltern heiraten und die Kinder der gesuchten Person mit den Kindern der dann auf einmal als Geschwister auftretenden Person ja Ehen eingehen, ja, da kann was nicht stimmen. Wir wissen ja wohl, dass der Papst Ehen verboten hat für Nachkommen vierten Grades. Na, also das heißt, da haben wir ein Kriterium. Und umgekehrt kann es eben sein, dass ich Elternpaare zusammenfügen will mit Kindern und dadurch dann plötzlich Ehen entstehen, die verboten sind. Also beides sind Tests, die ja natürlich keinen richtigen Hinweis geben.
immer wieder kann man ja beobachten, dass die Leute glauben, bloß weil zwei Personen urkundlich nur Nachbarn sind, das wären die einzigen Personen, was natürlich völlig lächerlich ist. Also ich glaube, dass man praktisch jede Person im Mittelalter mal 10 multiplizieren muss, um eine vernünftige Relation zu bekommen, wie oft die Person mit demselben Namen auftritt. So, dann haben wir diese Datenbestimmung aus Relativdaten. Wenn man also ein Datum hat, am Sonnabend nach Pfingsten oder am Mittwoch nach 24 Trinitatis oder nach Johannes und so weiter, dann kann man mit diesem System das generieren. Ganz stolz bin ich auf meinen Verbengenerator. Der ist aber natürlich eher im Bereich Heraldik anzusiedeln. Damit ist es möglich, also Wappen schnell zu generieren. Und das wird sich ganz wesentlich herausstellen als wichtiges Hilfsmittel für unseren Versuch, Wappen allein mit Bildern zu finden. Dafür das würde man wahrscheinlich ein neuronales Netz programmieren, aber man braucht eben Millionen von Testdaten. Und mit dem Wappengenerator könnten wir diese Millionen von Testdaten erzeugen. Gut, ich habe Programme benutzt, um Ankerdaten zu berechnen. Das heißt, denn mein Ziel ist es, keine einzige Person im WW-Person ohne Datum, dass man wenigstens das Jahrhundert weiß, in dem diese Person auftritt. Leider ist mein Programm nicht super gewesen und eigentlich ja, fast Misserfolg zu nennen. Gut, jetzt kommen wir jetzt schon zum Schluss und wir können resümieren. Also die Fehler spielen natürlich eine Riesenrolle, das ist ganz klar. Genealogie ohne Fehler gab es bisher nirgendwo. Auch wenn wir nur noch aus Kirchenbüchern abschreiben, sind die Fehler nicht aus der Welt geschafft. Da ist schon der erste Fehler, dass der Abschreiber was Falsches abschreibt. Viel häufiger kommt, er versteht es einfach nicht. Ständig kommen Fragen von Leuten, die verstehen wollen, was im Kirchenbuch steht. Und ich habe hier in Erlangen die zwei Leiter des Mormonen-Family-Centers gesehen, die mit möglichst vielen Eingaben in den Family Search einen hohen Priesterstatus bei den Mormonen erreicht waren und die von Sütterlin und von Korantschrift überhaupt keine Ahnung hatten und irgendwelche Namen eingaben. Also das heißt, tonnenweise Fehler sind da überall, ganz klar. Ja, dann natürlich ist klar, dass auch die Zeitgenossen schon gar nicht vieles wussten. Also ich stelle mal die Frage in den Raum, wer von euch weiß denn über seine Tante genau Bescheid? Die Tante hat ihm vielleicht vor 10 Jahren schon erklärt, wann sie geboren ist und sie ist es leid, immer wieder dasselbe gefragt zu werden. Und deshalb fragt man nicht nochmal nach, obwohl die Notiz verloren gegangen ist. Ja. Es ist keinesfalls so, dass inzwischen alle Leute mit Quellen arbeiten. Wenn man sich im Internet umsieht, sieht man das ständig. Glauben die Leute, dass Quellen großer Mist sind und Gebären also nicht nötig sind. Also wenn man bloß diese Seiten des Tschechen in der Genealogie europäischer Adel sieht, dann weiß man, der hat ja überhaupt gar keine Quellen und könnte auch gar keine anbieten, weil er ja nur summarische Quellen liefern kann. Hier gibt es so ein Schlüsselerlebnis, das jeder deutsche Genealoge wissen musste. 1906 hat ein deutscher Genealoge ein Buch geschrieben über die Genealogie der deutschen Fürsten und Herzogs und ja, Königsgeschlechter. Und er war ganz stolz und war der Meinung, alles ist richtig. Das war der Herr Kekulé übrigens. Und der hatte das alles so gemacht, dass er Briefe an die Archive schrieb und die Archive antworteten ihm dann mit den Auskünften. Also er war nirgendwo hingefahren oder ganz selten und das meiste kam per Brief. Und dann hat er sein tolles Buch publiziert und dann kommen 50 Jahre später eine Gruppe Franzosen und kontrollieren alles durch und stellen fest, dass katastrophale Fehler überall zu verzeichnen waren. Und damit war klar, das war ein Tiefschlag für die deutsche Genealogie. Also mit anderen Worten, sie ist nichts wert gewesen, hoffentlich. Ja, inzwischen hat sich eines getan. Wir alle arbeiten viel mehr mit Quellen, aber wirklich durchgesetzt hat sich das nicht. Es kommt ja noch hinzu, dass durch das Internet die völlige Verbildung der Wissenschaft zu befürchten ist. Jeder freut sich, wenn er irgendwo einen Daten ergattert hat, ob das belegt ist oder unbelegt ist, kümmert nicht. Die Ahnenliste ist um eine Person aufgefüllt. Und das freut dann die Person. In meinem System kommen sehr viele selbsterzeugte Fehler.
Also ich, wenn ich so beachte, was ich selber eintippe, dann sind sehr, sehr viele Fehler. Ich hatte jetzt die letzten Monate einen Mac, da konnte ich die Buchstaben G und H und was war es noch, ER nicht mehr unterscheiden. Und ich war verblüfft, wie oft man beim Tippen eben doch genau hingucken muss, um den richtigen Buchstaben zu tippen. Und habe damals ziemlich viele Fehler eingetippt. Viele davon habe ich sofort gemerkt, aber manche sind eben noch drin. Und ich muss ständig korrigieren, mein System, ob nicht sinnlose Namen drin sind. Na, ich korrigiere ständig alles, aber es sind immer noch, finde immer noch Fehler aus 1994. Ihr werdet es nicht glauben. So, wenn man denkt, mein System wäre ziemlich gut, also hat nur 1% Fehler, dann muss man eben sagen, das sind dann mindestens 10.000 Fehler. Wenn wir daran denken, dass ein Name aus mindestens 2 Bestandteilen, aber im Schnitt auf 4 Bestandteilen besteht, wenn man an die 5 Daten und die 5 Orte denkt, dann kommen wir also auf, sagen wir mal, 15 Daten pro Person. Dann müssen wir also alles mal 15 nehmen und dann haben wir also hier 150.000 Fehler. 150.000 Fehler. Das ist natürlich eine verrückte Menge. So, WW-Person ist ein Projekt. Es ist mitten in der Entwicklung. Zurzeit gebe ich gar nicht so viel Neues mehr ein, sondern ich versuche hauptsächlich Personen rauszuschmeißen. Es gibt Familien, von denen ich über 1.000 Doppelte habe. Und die müssen alle weg. Da ich gerade mit den Siebmachern arbeite, bin ich motiviert, das auch alles möglichst richtig zu machen. Denn ich will in den Siebmacher genealogische Skizzen einbauen. Die fehlen in den alten Siebmacher-Büchern. Die Skizzen sind wichtig, damit man weiß, wer welches Wappen gehabt hat. Auf der anderen Seite ist Siebmacher auch interessant, weil es eben Familien enthält und Personen enthält, an die man sonst überhaupt nicht denkt. Die andere Frage ist natürlich, wie sind die nachweisbar? Und da ist es schlecht, weil die Autoren leider die Urkunden nicht genau bezeichnet haben. Ich habe mit allen Datenstrukturen, die erwähnt worden ist, jetzt mindestens 40 Gigabyte. So, wie soll man das verkaufen können? Wer wird an sowas interessiert sein? Vielleicht die eine oder die andere Bibliothek. Also ist schon die Frage, ob ich nicht ein System konstruiere, das nur an eine Stelle gehört, nämlich in einen Papierkorb. Die Urkundensuche, an der wir senden, glaube ich, wird einen starken Schub zur besseren Qualität mit sich bringen. Die Benutzer werden alle viel bessere Beweise haben und ich habe viel bessere Beweise im System. Da hoffe ich sehr stark, dass das eine ganz neue Funktion bringt. Dann die Siegel. Die Siegel stehen typischerweise immer bloß nebeneinander. Siegel werden selten verglichen, aber es gibt natürlich viele, viele ähnliche Siegel. Und das gibt schon eine Doktorarbeit aus den 80er Jahren, mit dem ein Heraldiker, oder wie heißt er, ein Siegelforscher, eine formale Beschreibung für Siegel vorgeschlagen hat. Leider ist diese Sprache untergetaucht. Und die würde ich gerne noch wieder aktivieren und hier ins System einbauen. So, dann möchte ich auch noch das ganze System überhaupt hinterfragen. Ist es überhaupt richtig, den Genealogen Ergebnisse der Forschung vorzulegen, statt ihnen einfach bloß viele, viele Quellen zu zeigen? Wollen die Leute nicht lieber selber forschen? Oder wollen sie die Forschung abgekürzt bekommen? Also, ich glaube, da kann man streiten. Und wenn man an die Kombination der vielen Dimensionen denkt, glaube ich, macht es schon Sinn, so ein System aufzubauen, weil eben dann doch unerwartete Einkäufe mit dazukommen. Ja, also praktisch der informationelle Mehrwert, so würde der Herr Kuhlen sagen. Den hat man in meinem System, der wäre sonst weniger da. Mir ist ganz klar, dass die weniger Attraktivität meines Systems hauptsächlich daran liegt, dass es nicht fertig ist. Ein unfertiges Informationssystem ist einfach unattraktiv. Das kann ich gut verstehen und ich würde wahrscheinlich das genauso machen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass mein System auf schwachen Füßen steht, weil eben ich fester Überzeugung bin, nach allem, was ich in den 30 Jahren gelernt habe, dass beim Bezug eines neuen Buchs kann es sein, dass alles, was bisher als richtig geglaubt ist, völliger Quatsch und haltlos herausgestellt hat, weil Leute Behauptungen ausgestoßen haben, die andere Leute mit Quellen widerlegen konnten.
Ja, Leute, die Zeit ist vorbei. Ich danke für die Geduld. Gibt es Fragen? Na, wir sagen erstmal Dankeschön. Ja, ich habe eine Frage. Es gibt ein interessantes System bei Wikidata, die sogenannte Q-Nummer, wo jeder irgendwie erfasste, es gibt 90 Millionen davon, und jede erfasste Person, also Gegenstand oder Topic, eine Q-Nummer ist, und das ist international frei. Also ich könnte mir vorstellen, dass es sehr günstig wäre, das ganze System an diese Q-Nummer zu koppeln, die man ja auch korrigieren kann, wenn da Fehler passieren. Das heißt, es könnte zum Beispiel jede Person eine Q-Nummer bekommen, und auf dieser Basis kann man Verknüpfungen aufbauen. Ist das in Erwägung gezogen worden? Ja, Rainer, also danke für die Frage. Das ist eher ein Hinweis für mich. Ich wusste von der Q-Nummer noch nichts. Ich habe mir die anderen Nummernsysteme natürlich angesehen und zum Beispiel diese Bibliotheksnummern. Dieses ganze Bibliothekssystem finde ich lächerlich, weil die Leute zwar viel über Bücher wissen, aber über Namen und über Personen und die Genealogie wissen sie praktisch nichts. Und deshalb, aber ich habe trotzdem, es ist einfach die Masse, die dahinter steht. Und deshalb habe ich schon drüber nachgedacht, mein System daran anzukoppeln. Und es gibt schon einige Nummern, die eine Person, die solche Auswertenummern haben. Aber machen wir es nicht vor. Also nehmen wir an, sagen wir 100.000 oder 500.000 von meinen Personen hätten eine Q-Nummer schon. Dann würde ich die nächsten 3-4 Jahre verbringen, damit die ganzen Nummern zu vergeben. Also wenn ich es nicht programmieren kann, ist so eine Masse natürlich unglaublich schwer zu beherrschen. Und wenn es eine Schnittstelle für mich geben würde, dass ich da reingehe und die Nummern auslesen mit den Personenbezeichnungen, dann könnte man versuchen, ein Programm zu schreiben, um die ganzen Nummern automatisch zu erfahren. Aber natürlich könnte man sagen, für besonders wichtige Personenkreise könnte man die Nummern übernehmen. Also da bin ich offen, kurz gesagt, fürchte eben bloß die riesige Arbeit, die damit verbunden ist. Herbert, dazu ein Hinweis, das kann automatisiert werden. Dort gibt es eine Sprache, die heißt Spargel, und mit der kann man sehr schnell solche Sachen automatisieren. Ich habe es noch nicht angewendet für solchen Fall, wie du eben geschildert hast, aber ich würde es mal probieren. Na, ich glaube daran nicht, denn ich habe ja in meinem System selber ständig das Problem, dass ich Personen doppelt habe. Und ich habe mal versucht, ein Programm zu schreiben, das erkennt, ob zwei Personendarstellungen dieselbe Person bezeichnen. Und das ist unglaublich schwer, und ich würde mir das automatisch nicht zutrauen. Also es müsste auf jeden Fall zu jeder Entscheidung des Systems, dieses Programms ein Okay gegeben werden. Und nur dann wäre so eine Identifikation sinnvoll. Das Automatische würde ich nicht gut finden. Nein, ich würde auch denken, du hast völlig recht, dass das von Hand geprüft werden muss, aber sozusagen so eine Gruppenübertragung ist mit solcher Automatisierung möglich, aber um die Handkontrolle kommst du wirklich nicht drum. Naja, aber dennoch, das Ziel ist erstrebenswert. Also das ist schon mal ganz klar. Danke. Ja, hallo. Hier ist Manfred Reis, lieber Herr Steuern. Mit den 8000 Adelsfamilien heute sehen wir ja nur die Spitze des Eisbergs. Der Rest ist ja schon weggeschmolzen. Wenn wir uns vorstellen, dass wir in der Zeit Karls des Großen in Mitteleuropa circa 10 Millionen, 8 bis 10 Millionen Menschen hatten, und davon waren mindestens 10% Adlige. Ein anderes Beispiel, auch Zeit Karls des Großen. Im Leuscher Urkundenbuch haben wir für die Zeit 764 bis 814 3000 Urkunden, in denen sicherlich so um die 30.000 bis 40.000 Personen vorkommen, die alle adlig sind. Das betrifft einen Umkreis von etwa 50, 60 Kilometer um Lorsch herum. Also dann kann man sich vorstellen, wie die Adelsdichte war. Bei den Beschreibungen der einzelnen Länder, also Pfalzatlas und so weiter, da haben wir im Mittelalter sehr oft drei, manchmal auch
4 Adelsfamilien in einem kleinen Dorf sitzen. Also die Adelsdichte war viel, viel höher als das, was wir heute noch ahnen können. Es gibt von Gänzige dieses schöne Werk über den abgesunkenen Adel, den verbürgerlichten Adel im Bereich Westerwald. Und das ist ganz enorm, wie viele Familien da als ausgestorben gelten, aber immer noch mit Nachkommen vertreten sind. Die erscheinen, also die bürgerlich gewordenen, abgesungenen Zweige, erscheinen natürlich nicht in den Adelshandbüchern. Ja, ich glaube das gerne. Was soll ich dazu sagen? Ja, das glaube ich gerne. Es ist eben, dass, wie hieß der Autor von Adel und Kirche, dass dessen Schätzungen über die ausgestorbenen Adelsfamilien, dass diese Liste nicht gibt, dass überhaupt der Nachlass dieses Mannes verschwunden ist, denn der wollte ja auch eine 14. Generation machen. Naja, also diese Liste der ausgestorbenen Familien wäre schon interessant. Also es gibt, glaube ich, so eine Ausarbeitung, die ausgestorbenen sächsischen Dynastenfamilien. Mhm. Ja, das gibt es. Aber von den anderen Ländern in Deutschland habe ich sowas noch nicht gesehen. Ja, noch eine kurze Ergänzung. Bin ich noch drauf? Ja. Wir hatten um 1100 rum etwa 1200 Dynastenfamilien. Heute sind es gerade noch 2 Dutzend oder ein Dutzend Dynastenfamilien. Also da sieht man mal, wie stark das abgenommen hat. Ja, ja, ganz klar. Aber eine Liste gibt es ja wohl nicht, oder? Das ist eine Schätzung doch vermutlich. Nee, also da braucht man einfach nur mal bei Möller nachzuschauen, wo er sagt, dynastischer Adel. Okay. Na gut, also das System ist zu klein geplant. Ja, so ist es. Oder nicht so einfach zu machen. Also ich muss ganz klar sagen, ich fände es ein Riesenerfolg, wenn ich bis zum Jahr 1800 die ganzen Gothas erfasst hätte. Das ist ein Ziel, das ich habe, das ich für möglich halte. Aber im Mittelalter alle diese Dynasten zu erfassen, das wird wohl nichts werden. Musik.